Herzlich willkommen zu Klangbild Reaction mit Patrick Piano. Hier und dem Sweeney Man. Aber hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute haben wir natürlich The Legend. Die Beatles mit Now and Then. Anscheinend ein neues Video. Wir gehen gleich näher darauf ein. Seid mit dabei. Die alten Legends hier, schön zu sehen. Geil, schön Tape noch reingedrückt. Ja. Für alle, die wissen, früher hat man mit Tape und vier Spuren gearbeitet. Grüße gehen raus. Bandspur davor, ja, aber hier ist Tape. An alle Oldschooler hier auf dem Kanal. Eins, zwei, drei. Und sofort, wie immer. Gleich so ein Riff, der so warm und ins Herz geht, wie man es kennt von den Beatles. I know it's true. Das ist wahr. It's all because of you. And if I make it through. Spannend ist ja auf jeden Fall, dass hier gleich geflasht wird, so mit dem Remember-Style. So. Die Brille erinnert jetzt natürlich auch an John Lennon. Ich glaube, er hat auch so eine runde, ja, klar, am Brille getragen. So. Und dazu jetzt auch hier so, ja, die jungen Beatles. Unglaublich, kannten die sich echt so lange? Aus der Kindheit, von Kindheit an und so? Nein, die sind ja. Ist ja sehr jung berühmt geworden, ne? Die sind recht, ja, die haben junge Karriere. Leute, ihr merkt, wir sind eher so ein bisschen semi mit den Beatles groß geworden. Auch in unserer Kindheit immer noch mit die großen Legenden, aber halt, sag ich mal, eins, zwei Jahrzehnte davor so. Und klar, seit dem Tod von John Lennon, hohen Frieden, auch sehr, sehr ruhig geworden um die Beatles dann doch auch viele Jahre. Ja. Und klar, Paul McCartney hat auch immer wieder mal was rausgebracht und auch produziert. Und ja, klar, für alle Beatles-Fans sind natürlich jetzt... Die werden sich freuen. Schönes ja. Ding, so, ja. Merklich gealtert. If we must start again, well, we will know for sure that I will love you. Also den ganz klassischer Beatles-Sound, ne? Voll, also, er geht voll rein. Wie gesagt, soweit ich das mitgekriegt habe, ist es halt auch ein alter Song, der halt nicht fertiggestellt wurde, weil da halt die Stimmen halt irgendwie nicht extrahiert waren und das wurde jetzt halt nachproduziert durch die KI rausgerechnet. Heutzutage konnte man es dann nochmal sozusagen richtig machen. Ja, schön, auch mit den alten Szenen und dann auch mit den neuen gemischt. Ja. Auch vom Videokonzept her, natürlich klar, bietet sich total an, aber kann jetzt auch nicht jeder bringen. Ich meine, sei erstmal ein Leben lang Legende und hab so viele Aufnahmen. Ja. Ganz, ganz toll. Ja. Ja. Ja, spannend auch die Mikrofone, die sie hier verwenden, das sind auch so. Ich finde es auch spannend, wie die alte Filmaufnahmen heutzutage werden die ja anders ausgelesen. Wie krass in HD die Aufnahmen auch sein können teilweise. Wie die hochpoliert werden, ne? Oder zumindest bis schon fast in den HD-Bereich. Einfach nur, weil die Bänder heute ganz anders lesbar sind. Ja. So, das Licht wurde ja trotzdem aufgezeichnet. Ja. Die Kamera hat das Licht trotzdem aufgezeichnet. Und das ist auch ein Thema für sich. Aber schön einfach, wie das hier zusammengeführt wird. Auch hier die beiden alten Legenden zusammen. Also wenn ich mir das überhaupt erlauben darf, gerade über jemanden von den Beatles zu sagen, der Gentleman links, mir fällt der Name gerade nicht ein. Extrem grell, der Klamottenstil. Ist jetzt nicht unbedingt meiner. Aber hey, ziemlich cool. Wer weiß, wie es auch dazu gekommen ist an dem Tag. Ja. So auf schnell, ey, kommst du kurz rum oder so. Hier. Schön, wie er so mit beide die, so. Die alten und die neuen zusammengefügt hier. Von früher und jetzt so. Sind sie das selbst gerade? Als jung und dann als alt? Nee.
Nee, doch. Nee, Paul McCartney, ich weiß nicht warum, Paul McCartney erkenne ich einfach, wie John Lennon. John Lennon und Paul McCartney, die erkennt man einfach immer irgendwie. Okay. Und die sehen jetzt beide nicht aus, keiner von den beiden nach dem jungen Paul McCartney. Okay, Leute, ihr merkt, wir spekulieren viel zu viel. Cool, diese alten Outfits die, damals er auch. Ist es doch auch, verstehst du? Stimmt auch, okay, doch. Ja, dann, okay, krass, man muss sich echt die alten Dinger nochmal angucken. Ich war nochmal zurück hier. Echt schön, sich mit solchen Legend-Sachen mal zu beschäftigen. Also ich würde schon sagen, dass der Rechte ist hier er und der andere ist der Linke, so, ne? Ich hatte immer so glücklich ausgesehen, die Augenbrauen. Ich dachte ganz, es wäre Theo Weigel. Alter. Grüße gehen raus, wenn es Theo Weigel uns so gucken sollte. Herrlich, ey. Sorry, es steht natürlich gar nicht zu ihm, blöde Witze zu machen. Entschuldigt, Leute. Auf jeden Fall nehmen sie auch in einem klassischen Studio auf, ne? Also. Ich finde auch das Studio selbst ziemlich schön, so, ne? So in diesem alten Stil, schön mit dem hellen Holz auch. Ja, ich finde auch, gute Studios haben immer Holz verbaut. Ein Studio hat ja auch ein gewisses Eigenfeeling. Na klar. Ne? Also eigenen Sound. Dunkle Studios oder helle Studios, die haben auch immer, nee, jetzt gar nicht mal vom Sound her, einfach vom Feeling her, wenn du jetzt in so einem Studio sitzt. Das hat immer was mit dem Ort zu tun, der dich inspiriert. Ja, ja. Ne? Und gerade die Beatles sind ja auch, glaube ich, dafür bekannt gewesen. Die waren viel auf Reisen und man weiß von vielen großen Songs, wo die Inspiration herkam. Also viele Songs zum Beispiel, gerade aus der damaligen Zeit, wo sie so mega berühmt wurden. Das war dann nach ihrer Indienreise. Ich glaube, da gab es dann zwei Indienreisen auch. Und wo sie dann halt auch vieles Erlebte verarbeitet haben. Gibt natürlich auch kontroverse Geschichten darüber und über die Zeit auch. Alles sehr interessant auf jeden Fall. Oh, wurde richtig mit Orchester unterlegt. Okay, schön. Orchester ist sehr dezent, aber gerade irgendwie so hör ich gar nicht so richtig raus. Auch die Ernsthaftigkeit, wie Paul McCartney gerade da sitzt und wirklich jeden Ton, jede Nuance mitverfolgt ja. Und schön zu sehen gerade. Ja. Schönes Ensemble hier. Das String Ensemble ja. Ne, hinten drin, ja. Tambourin ist lauter als das String-Quartett oder Ensemble, was wir haben. Ja, die Strings sind halt hinten reingesetzt, so, ne? Also definitiv schön dezent. Schön zusammenkomponiert. Die Frisuren sind ja auch echt der Hammer. Aber auch cool, dass sie so Szenen nehmen, wo sie sich haben so gehen lassen. Also ja. Ja, sich selbst auch überhaupt nicht zu ernst nehmen. Wir haben hier auf jeden Fall Szenen. Ja, sehr, sehr jokige Szenen. Ich glaube, die ein oder andere Szene war bestimmt auch mal berühmt. Aber ne, wir merken auch gerade, er hier rechts mit dem Hemd. Ja. Ne? Oder der andere Kollege wurde schön jung gehalten. Nee, also mit den Strings. Mehr und nach oben. Ne? Also sie nehmen sich gerade nicht zu ernst. Sie keksen da richtig schön rum. Also zeigen auch so die Freude, die wir hatten beim Musikmachen. Ja, hier, er hier. Der Schnurr. Auch herrlich, sein Dance. Ah! Oh. Kommt daher bei Fresh Prince of Bel-Air von Karten. Dieser Kartentanz. Ich weiß. Das ist doch 1:1 gerade dieser Kartentanz. Ey, der hat den von den Beatles geklaut. Würde mich jetzt gar nicht wundern. Keine Ahnung. Die Nummer, wie er so da so zack hin und her abgeht, so, könnte ich mir absolut voll vorstellen. Aber man merkt auch, die Beatles, ihre Musik, sie haben immer Freude auch gebracht. Ah, yeah, yeah. Ja, genau, der Tanz so. Würde mich auch nicht wundern, klar. Absolute Kultgeber. Die Szene hier bestimmt aus einer Bühnenshow, wo er dann von außen mitgedrummt hat und so.
Genau, das ist nämlich Paul. In jungen Jahren. Ach, schön hinten mit der Wand. Das ist auf jeden Fall krass. Ja, jetzt werden die Strings lauter. History-mäßig. Schön auch so mit den ganzen Bildern. Nochmal zurück. Die Beatles. Ja, absolute Legenden. Die richtig Beatles. Geil. Der alte Flair und mit neu lustig auf mitgemischte und auch mit der KI schönen neuen Tonqualität. Ja, auch mit der schönen neuen Tonqualität heute. Herrlich, also die Stimmen auch überhaupt nicht gealtert, finde ich. Ne, bei manchen Leuten merkt man das Alter einer Stimme an, bei den Beatles jetzt überhaupt nicht. Genau, schöne runde Sache auf jeden Fall. Da werden sich die Beatles-Fans auf jeden Fall einen Ast freuen. Ja. Leute, schön, dass wir was Neues von den Beatles und wir freuen uns einen Ast, wenn ihr uns unterstützt mit einem Kaffee. Ganz genau. Oder auch mit PayPal. Jeder Cent zählt. Wir sind für jeden Cent dankbar. Und ansonsten heißt es wie immer, einschalten, liken, weiterverteilen. Hittet die Glocke, wenn ihr es noch nicht getan habt, um keine Sendung zu verpassen. Und natürlich abonnieren nicht vergessen. Am besten beide Kanäle, auch wenn momentan der gleiche Content, nicht immer der gleiche Content auf beiden Kanälen kommt. Manche Sendungen. Manchmal so, manchmal so. Könnt ihr nur bei Sweeney Man erstmal sehen, manche nur bei mir. Ansonsten vielen Dank. Für deine Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Nee. Peace out.